Kampfansage an die Bundesregierung von Rentenbescheid24.de. Ich fordere für alle Rentnerinnen und Rentner und Bedürftige in Deutschland mindestens 2150 Euro Inflationsausgleichsprämie. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie alle erleben die Diskussion um die Inflationsausgleichsprämie für die Minister und für den Bundeskanzler. Die sollen ja 3.000 Euro bekommen. Dazu soll das Ministergesetz geändert werden. Frau Faeser, federführend, die ja sich selbst die Kohle auch in die Tasche streichen möchte, sagt hierzu, ja, wir, die Minister und auch der Bundeskanzler, haben ja auch unter den Folgen der Inflation zu leiden. Wir müssen auch mehr Geld ausgeben. Gleiches oder Ähnliches ist ja für den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für Beamte und Pensionäre gedacht. Das heißt also, verbeamtete Pensionäre sollen bis maximal 71,75% Ruhegehaltssatz von 3.000 Euro, das sind die genau 2.150 Euro maximale Inflationsausgleichsprämie, gezahlt bekommen. Da frage ich mich doch allen Ernstes, meine Damen und Herren, leiden Millionen Rentnerinnen und Rentner und Bedürftige in Deutschland nicht auch unter den Folgen der Inflation? Haben diejenigen, die wenig Geld haben, vielleicht nicht darunter zu leiden, weil sie vielleicht mehr sparen oder nichts ausgeben können? Also meine Damen und Herren, wir sitzen alle in einem Boot und erinnern Sie sich bitte daran, im letzten Jahr 2022 haben wir doch auch alle, auch die Beamten, auch die Abgeordneten im Bundestag, auch wahrscheinlich auch die Minister, auch die Pensionäre, und auch die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gleichsam bis zu 300 Euro Energiepreispauschale bekommen. Das war ein wunderbarer Anreiz und das hat uns auch allen sicherlich geholfen. Aber meine Damen und Herren, ich finde es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn jetzt hier die eine Gruppe, nämlich die Gruppe der Rentner und auch die Bedürftigen und auch vielleicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wenig haben, die Inflationsausgleichsprämie nicht bekommen, jetzt auf einmal außen vor gelassen werden. Und so still und heimlich vor den Sommerferien kommt die liebe Frau Faeser von der SPD an und erklärt hier mal ganz kurz, was gehauen und gestochen ist. Ich sage, liebe Bundesregierung, so geht es nicht. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben alle mit den Folgen der Inflation zu kämpfen. Ja, jetzt gehen die Preise ein bisschen zurück, aber es wird noch lange auf hohem Niveau so weitergehen. Und deshalb fordere ich Sie auf, zahlen Sie auch an Millionen Rentnerinnen und Rentner wenigstens 2150 Euro Inflationsausgleichsprämie. Und zwar wie für Sie steuer- und abgabenfrei. Das ist das Mindeste, was Sie hier zu leisten haben. Auch wenn diese Ausgabe Milliarden kostet, aber sie wird dem Staat auch sicherlich viel Geld bringen. Und Herr Lindner, ich sage Ihnen wirklich eins, es ist tatsächlich, und das ist von Ökonomen auch nachgewiesen, ein probates und gutes Mittel, solche Einmalzahlungen in Krisenzeiten einzusetzen. Also meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, wenn Sie ein Gesetz erlassen, wo Minister und der Bundeskanzler die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen, dann fordere ich Sie auf, erlassen Sie umgehend auch ein Gesetz, wo Millionen Rentnerinnen und Rentner, nämlich alle gesetzlichen Rentner und auch Bedürftige, anrechnungsfrei an anderen Sozialleistungen, steuer- und abgabenfrei auch eine Inflationsausgleichsprämie bis in Höhe von 2.150 Euro bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ach so, ich habe es noch ganz vergessen. Sie, an alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, machen Sie Druck bei Ihren Bundestagsabgeordneten, machen Sie Druck bei der Regierung, schreiben Sie Briefe, schreiben Sie E-Mails, formieren Sie einfach auch mal ein bisschen zivilen Protest. Ich mache das in meinen Videos auch. Gehen Sie ran, haben Sie keine Angst davor und fordern Sie Ihre Rechte ein. Es kann nicht sein, dass eine solche Ungleichbehandlung hier an der Tagesordnung ist und vor allen Dingen auch durch die SPD gefördert wird. Ciao!